Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Tour mit den Minions. Am Tag 2 haben wir einige Fotostellen vor, unter anderem unsere Lieblingsfotostelle beim Schloss. Den Flixtrain wollen wir unbedingt dort ablichten. Ausnahmsweise stehen wir deshalb am Sonntag etwas früher auf. Erstmal frühstücken. Nach dem Frühstücken fahren wir nach Burgstämmen zu einer Fotostelle mit dem Schloss als Fotokulisse. Ganz klein im Hintergrund ragt das Schloss aus dem Wald. Keine 5 Minuten da und schon kommt der IC1 von München nach Hamburg. Der nächste in die Gegenrichtung nach Süddeutschland. Der Metronom nach Göttingen. Was Besonderes, ein neunteiliger IC2. Normalerweise sind die nur sechsteilig. In einigen Stunden erreicht er München. Der schon wieder? Wir hatten wohl Glück und sahen diesen besonderen ICE wieder. Bald erreicht er Hannover und wenig später sein Ziel, Hamburg. Sehr fotogen mit dem Schloss und den grünen Streifen. Elegant neigt sich dieser ICE in die Kurve. Er kam aus Wien und fährt weiter nach Hamburg. Passend zur grünen Landschaft kam der Flixtrain vor die Linse. Er kam von Stuttgart und fährt nach Berlin. Wir wechselten zur altbekannten Stelle. Ein ICE von München nach Hamburg fährt vorbei. Ein ICE von Bremen und Hamburg nach München. Ein IC1 von Kiel nach Basel. Was für ein Glück hatten wir! Die private Bahn und ein IC1 nach Stuttgart, auf einer Höhe fotografiert. Ein ICE von Hamburg nach München. Der Flixtrain in die Gegenrichtung von Berlin nach Stuttgart. Danach folgt ein ICE von Berlin nach Stuttgart. Schon wieder der grüne ICE, diesmal auf dem Weg nach München. Wir wechselten zur nächsten Fotostelle in das 2 Kilometer südlich liegende Elze. Filmen darf diesmal Bob. Stuart und Dave schauen diesmal nur zu. Ein ICE auf dem Weg nach Chur. Zwei besondere Loks aus dem Ausland. Ein ICE 4 nach München. Der Metronom von Göttingen nach Hannover. Das wird unsere letzte Aufnahme sein für heute. Danach machen wir uns auf den Nachhauseweg. Nachdem die letzte Aufnahme im Kasten ist, geht es zurück nach Hause. Um zur Autobahn zu kommen, fahren wir vorher noch etwas durch das Leinetal. Links ist ein ICE zu sehen. Schon wieder ein Feuerwehrauto? Nein, nur ein Stromkasten wurde bemalt. Wow, was ist das denn? Spider-Man? Die Schnellfahrstrecke überkreuzt unsere Straße. Nach kurzer Zeit haben wir auf die A7 gewechselt. Windräder werden neben der Autobahn montiert. Rechts wieder kurz zu sehen die ICE-Schnellfahrstrecke. Wir verlassen Niedersachsen und kommen nach Hessen. In Cuxhagen machen wir kurz Pause. Mittlerweile haben wir schon fast die Hälfte der Strecke nach Hause erreicht. Dave hat sehr großen Hunger. Bei einem bekannten amerikanischen Restaurant machen wir kurz Pause. Gut gestärkt geht es wieder auf die Autobahn. Und wir unterfahren schon wieder die ICE-Schnellfahrstrecke. Diesmal auf dem Abschnitt Kassel-Fulda. Langsam wird es dunkel. Bis Nürnberg ist es noch eine knappe Stunde. Vielen Dank fürs Zusehen.